Max Matzen hat auch noch ein kurzes Video hochgeladen, das ist sehr kurz, geht um Ayham. Ayham will zum Olympia. Wir haben uns ja Ayham letzte Woche angeguckt. Sein Formcheck, brutale Form auf jeden Fall, echt mega krass. Gestern war der Wettkampf, Ayham hat tatsächlich den letzten Platz gemacht, so wie ich es gehört habe, in Polen. Mr. Olympia Qualifier, und er hat gesagt, er wurde gar nicht beachtet, hat den letzten gemacht, wahrscheinlich so wie es aussieht, und war wirklich entsetzt. Mal gucken, was in dem Video noch zu sehen ist. Das ist jetzt aber vor dem Video entstanden. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind schon wieder in Polen, heute in Sopot bzw. Danzig, und Sehr, sehr schöne mit Hafenstadt. dabei ist das absolute Team Matzen A-Kader, will ich mal so sagen, aus der Classic Physik. Meine besten Amateure und mein bester Classic Physik Profi ist am Start, der liebe Ayham, sowie Frederik als auch André. Und ja, morgen ist es soweit. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Sowohl die Profis als auch die Amateure sind morgen dran. Pro Qualifier. Wir wollen dort morgen auf jeden Fall mit einer Profilizenz nach Hause gehen. Und wenn es noch besser läuft, dann haben wir morgen auch noch eine Olympia-Quali. Wie das Ganze jetzt aussieht, Damit der Procard hat aber tatsächlich geklappt. ungefähr 24 Stunden vor der Meisterschaft, das zeigen wir euch. Ja, also Onkel Mirek, aktuell macht er schon gut Welle mit seinen Erfolgen und Titeln, der Max. Hat auch viele Profis unter sich mittlerweile, hat auch schon ein paar Procards geholt. Aktuell macht er gute Arbeit. Jetzt. So, Jungs. Mal einmal andrücken hier. Boah. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Ayham wirklich den letzten Platz gemacht hat gestern. Wahnsinn, ja? Quarter turn to the right. Ach, den Freddy oder Fred, den kenne ich auch noch. Ich war mit dem Essen nach der FIBO. Cooler Typ. Oder Pfeife rauchen machen wir alle zusammen nach der FIBO. Letztes Jahr aber. Aber man sieht wirklich alle Athleten in absoluter Topform, ne? Die Jungs sind natürlich fleißig am Laden gerade. Quarter turn to the right. Richtig groß machen. Rücken von Ayham ist irre, Alter. Aber Freddy sieht auch, alle drei sehen super aus, aber Freddy gefällt mir auch echt ganz gut. Fred oder Freddy, sorry, ich weiß nicht, ob er Freddy heißt oder Fred. Und quarter turn to the right. Oder Fred, oder. Front Double Biceps. Ja, der rechte Kollege ist aber auch irre, Alter. Was ein Niveau, ne? Der linke und rechte sind Amateure. Ich glaube, der rechte hat gestern die Pro-Card geholt. Ich bin mir nicht sicher. Man sieht, Jungs haben Posing geübt. Side Chest. Digga, was macht der Ayham für Übergänge in die Pose? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Man sieht, Jungs haben Posing geübt. Side Chest. Pilek, yo, danke dir fürs Prime-Abo. Geil, neues Shirt, neuer Stream, perfekter Tag, sehr geil. Also, ich muss ehrlich sagen, in der Pose gefällt mir Ayham absolut nicht. Da ist auf jeden Fall, da sind die beiden Amateure hier, gefallen mir sogar besser. Vor allem er. Ja, aber er auch. Die stecken in der seitlichen Pose komplett weg, finde ich. Muss ich ehrlich sagen. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung, und weiter geht's mit dem Video. Und back to the biceps. Diese Atemgeräusche sind irre.
Richtig gut. So, wir lassen die Jungs jetzt mal ein bisschen verschnaufen. Ist natürlich eine andere Sache, wenn man gerade ungefähr 5 Mahlzeiten gegessen hat und dann durchposen muss. Aber sehr interessant zu sehen. Alle Athleten sind sehr gut in Form, aber wir haben hier ganz unterschiedliche Körpertypen. Wir haben hier auf der linken Seite haben wir Frederik. Frederik, okay, sorry, pardon. Frederik hält generell sehr wenig Wasser und ist der Kandidat, der immer ruckzuck einfach flach wird. Ja, dann haben wir mit Iham gestern die Sondersituation gehabt, dass es für ihn wirklich extrem schwierig war, das Gewichtslimit zu schaffen, obwohl er bei den Profis mehr wiegen darf als Frederik und André bei den Amateuren. Ich glaube, Max hat eine ordentliche Dosis MT2 gerade drin. Da ist so eine auffällige MT2-Bräune im Gesicht. Aber Iham hat quasi den ganzen Tag lang gar nichts gegessen, gar nichts getrunken und war vorher auch schon sehr, sehr leer. Heißt, bei Iham müssen wir den erstmal wieder voll kriegen und wir haben gar nicht so viel Zeit dazu. Und Iham wird immer härter, je voller er ist. Da muss noch ordentlich was passieren. Und bei André haben wir einen jetzt schon relativ vollen Look. Da muss heute nur noch quasi das Wasser raus und dann wird er morgen früh ready sein. Also 3 Athleten, 3 unterschiedliche Stände. Heißt, das Ganze muss man ein bisschen unterschiedlich handhaben. Vielleicht machen wir da nach dem Wettkampf, wenn wir das Ergebnis haben, nochmal ein Video zu, wie ich die Jungs alle einzeln gepiekt habe. Damit ich hoffe, es kommt noch ein Wettkampfvideo, wo man auch sieht, was da schiefgelaufen ist oder warum er Letzter geworden ist. Ja, würde mich, ich habe nur ein paar Bilder gesehen, leider. Keinen kompletten Stream konnte ich sehen. Ihr wisst, dass das nicht alles so ein Einheitsbrei ist. Und in diesem Sinne, lasst einen Kommentar und ein bisschen Liebe unter diesem Video da. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video mit der ein oder anderen Pro-Card oder Quali oder mit einem traurigen Coach. Ja, kurz und knapp, geiles Formcheck-Video. Geiler Formcheck-Video, geiler, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall sehr, sehr stramm unterwegs, Max aktuell. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ESN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, .com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.